Sechste Passionsandacht am 26. März 2021. In diesem Jahr müssen wir unsere Passionsandachten wegen der Pandemie in schlichterer Form als gewohnt halten. Eine reiche musikalische Ausgestaltung ist leider nicht möglich. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind versammelt zur sechsten Passionsandacht des Jahres 2021. In diesem Jahr lesen wir die Passionsgeschichte nach dem Matthäusevangelium. Wir beten mit Worten des Psalms 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe, Israel, auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du lässt uns das Leiden und Sterben deines lieben Sohnes zu unserem Heil verkündigen. Gib, dass wir dein Evangelium mit Freude hören und dadurch getröstet werden. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die alttestamentliche Lesung ist aufgeschrieben bei Jesaja im 50. Kapitel. Der Herr, Herr, hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich wisse, mit dem Müden zu rechter Zeit zu reden. Er wecket mich alle Morgen. Er wecket mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und gehe nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr, Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht dargeboten als einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir hadern? Lasst uns zusammentreten. Wer ist, der Recht zu mir hat? Der komme her zu mir. Siehe, der Herr, Herr, hilft mir. Wer ist, der mich will verdammen? Siehe, sie werden allzumal wie ein Kleid veralten. Motten werden sie fressen. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der seines Knechtes Stimme gehorche, der im Finstern wandelt und scheint ihm kein Licht, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott.
Das Evangelium steht bei Matthäus im 27. Kapitel. Auf das Passafest aber hatte der Landpfleger die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute viel erlitten im Traum seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Der Landpfleger sagte: Was hat er denn Übles getan? Sie schrien aber noch mehr und sprachen: Lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts schaffte, sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesus zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spieen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Liebe Gemeinde, natürlich ist uns das Evangelium, in dem darüber berichtet wird, wie die Volksmenge sich für Barabbas und gegen Christus aussprach, bekannt und vertraut. Aber wenn wir gefragt würden, welche Themen des Glaubens in diesem Abschnitt der Passionsgeschichte zur Sprache kommen, dann bräuchten wir wohl alle ein wenig Zeit, um eine Antwort auf diese Frage geben zu können. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass unsere Antworten sehr unterschiedlich ausfallen würden. Deswegen betrachten wir es gemeinsam. Zwei Personengruppen traten an jenem Morgen aktiv auf: Pilatus und die Menge des Volkes. Auslöser für diesen Dialog zwischen ihnen war die alte Tradition, dass das Volk über die Freilassung eines Gefangenen entscheiden durfte. Sie durften an diesem Tag über Leben und Tod eines Menschen entscheiden. Also, ihnen wurde die gottgleiche Verfügungsgewalt darüber, wer leben darf, in die Hände gelegt. Pilatus, so hören wir, stellte die Menschen vor eine Wahl und gab damit ja auch der Meinung Ausdruck, sie, die Menschen, hätten in der Tat die Macht, darüber zu entscheiden. Indem er ihnen aber die Wahl zwischen zweien ließ, geriet der Plan der Pharisäer,
Jesus aus der Welt zu schaffen, für einen Moment ins Wanken. Das beabsichtigte Pilatus vielleicht auch, denn der Evangelist Matthäus lässt uns wissen, dass er das wahre Motiv, nämlich der Neid, für ihren Plan kannte. Nun hören wir davon, und zwar hören wir nur bei Matthäus davon, dass gleichzeitig, während Pilatus das Volk dazu aufrief, eine Wahl zu treffen, dass eine Nachricht von seiner Frau an ihn erging. Nichts sei zwischen dir und diesem Gerechten. Ich verstehe die Worte seiner Frau so: Halte dich aus dieser Sache raus, denn da es sich bei diesem Jesus um einen Gerechten handelt, wirst du Schuld auf dich laden, wenn du ihm etwas antust. Diese Einsicht oder Erkenntnis verdankte sie einem Traum. Träume sind in der Heiligen Schrift immer Wege, die Gott geht, um zu Menschen zu sprechen. Liebe Gemeinde, diese Frau des Pilatus war keine Jüdin. Sie war Römerin und damit Heidin. Und dennoch wurde sie zu einem Sprachrohr Gottes. Sie wollte, so verstehe ich es, mit ihrer Nachricht dafür Sorge tragen, dass sich ihr Mann nicht schuldhaft verstrickte. Man bedenke, wie sich der Verlauf der Geschichte verändert hätte, wenn Pilatus in jener Stunde auf seine Frau gehört hätte. Wenn er aufgestanden wäre und hätte der Menge verkündigt, dass er nicht länger bereit gewesen wäre, dabei mitzutun. Mitzutun an einem Mord. Denn darin besteht kein Zweifel. Hier ging es um Mord. Mord im Sinne der Tora ist das illegale Blutvergießen eines Unschuldigen. Aber Pilatus war auf seinem Stuhl sitzen geblieben. Vielleicht ein wenig nervös. Vielleicht wurde ihm auch ein wenig unbehaglich, nachdem er die Nachricht seiner Frau vernommen hatte. Denken wir noch einen Schritt weiter. Es hatte für ihn diesen Moment gegeben, umzukehren, aufzustehen und auszusteigen aus diesem Szenario. Durch seine Frau hatte Gott ihn wissen lassen, was er tun soll. Aber Pilatus nahm dieses Wort nicht ernst. Er tat es vielmehr ab als das hysterische Gekreische oder überspannte Gerede einer Frau und gab sich mit seiner Ignoranz als der vermeintlich Überlegene zu erkennen, der sich eben nicht in seine Angelegenheiten reinreden ließ, am allerwenigsten von seiner Frau. Im Gegenzug hören wir aber davon, wie eine andere Gruppe, nämlich die der Schriftgelehrten und Pharisäer, sehr aktiv wurde, indem sie alles daran setzte, die Menge zu überreden, dass sie von Pilatus fordere, Christus zu kreuzigen. Da existierte diese eine Stimme, die davor warnte, Christus zu töten. Und da waren die anderen Stimmen, die genau das Gegenteil wollten. Und alle waren sie gleichzeitig zu hören. Es war die Macht der vielen Stimmen, die sich an diesem Tage durchsetzte und triumphierte. Und Pilatus schien sich mit der Wahl des Volkes nicht wohlzufühlen. Denn wie anders ist es zu erklären, dass er ihnen die Frage stellte, was er denn nun mit Jesus tun solle. Und indem er sie danach fragte, mussten sie ihren Willen kundtun, mussten sie öffentlich aussprechen, dass Christus gekreuzigt werde. Vielleicht war es eine geheime Hoffnung, dass sie das nicht aussprechen werden, wollen oder können. Denn es ist ja immer noch eines, etwas für sich zu denken und ein anderes, sich zu seinem Wollen auch öffentlich zu bekennen. Ja, und dann hören wir von dem allerletzten Versuch. Als er ihnen durch eine Frage noch einmal Gelegenheit gab, ihren tödlichen Entschluss zu überdenken. Er fragte sie: Was hat er denn Böses getan?
Aber mit dieser Frage wollten sich die Menschen nicht beschäftigen oder auseinandersetzen. Und so erhielt Pilatus keine Antwort, sondern stattdessen bekam er es mit ihrer wilden, unbotmäßigen Entschlossenheit zu tun. Er aber wollte mit ihrer Entscheidung nichts zu schaffen haben. Und so kam es zu seiner berühmt-berüchtigten Demonstration seiner Unschuld am Tode Christi. Der war sicherlich der Auffassung, dass er persönlich nichts mit dem zu tun hatte, was jetzt geschehen würde. Aber hier irrte ein Mensch gewaltig. Denn es war ja doch seine Hand, durch die Christus an jene überliefert wurde, die ihn geißeln und kreuzigen werden. Es geschah vielleicht ohne seine innere Überzeugung, aber geschehen ließ er es. Ließ es geschehen, ohne aber zu versäumen zu sagen, dass die Verantwortung für diese Tat an einem Gerechten nicht bei ihm lag. Hören wir genau hin. Pilatus nahm hier die Worte seiner Frau auf, denn auch diese sprach von Jesus als einen Gerechten. Wer hatte diese Bezeichnung? Eine Bezeichnung, die sich ja nur in der Sprache des Glaubens erklärt, in den Mund des Pilatus gelegt. Denn wider besseren Wissens verkündigt er die Wahrheit über Jesus. Es scheint mir wohl so, dass ein anderer durch ihn sprach, sich seiner bediente, um zu offenbaren, welch schändliche Tat hier beschlossen wurde. So also, verkündigt Matthäus, kann ein Gegner oder Feind Gottes, ob er es will oder nicht, zu seinem Werkzeug werden und bezeugt damit ja doch, wer in Wahrheit in unserer Welt die Macht in Händen hält. Die tobende Menge verstand sehr gut die Bedeutung von Pilati Worte. Einen Gerechten zu töten, zieht Unheil nach sich. Und deswegen, weil sie genau wussten, was er meinte, zitierten sie die Tora in der Form einer Selbstverfluchung. Wenn wir diesen Verbrecher zu Unrecht verurteilen, dann mag Gott dieses unschuldiges Blut, das dann ja auch uns belastet, von uns zurückfordern. Liebe Gemeinde, ich denke nicht, dass sie wirklich damit rechneten. Ich denke vielmehr, dass diese Selbstverfluchung eher ein Ausdruck dafür war, wie sicher sie sich in ihrem Urteil über Christus fühlten. Da er ja in ihren Augen ein Verbrecher war, gingen sie doch gar kein Risiko ein. Ganz anders beurteilt ihr Handeln das Wort aus Psalm 94. Da lesen wir: Sie aber rotteten sich gegen die Seele des Gerechten zusammen und unschuldiges Blut sprechen sie schuldig. Bei all dem, was wir in diesem Evangelium über die Macht der Menschen, über den Gottessohn hören, seien wir uns darüber ganz im Klaren, dass auch für dieses Evangelium die Worte Christi gelten, welche er betete im Garten Gethsemane: Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Amen. Lasset uns beten. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.